Für die Jugend. Was sinnvoll wäre, ist, wenn ihr alles hinterfragt, bloß nicht blind irgendwelchen Trends hinterherrennt. Auch an sich selbst die Frage stellen, wie wünsche ich mir eigentlich meine Welt? Möchte ich meinen Neigungen und Talenten entsprechend leben, versuchen glücklich zu sein oder möchte ich Anforderungen erfüllen, um tote Gegenstände konsumieren zu können? Dafür muss ich mich einem System an Erwartungen oder Verpflichtungen unterwerfen, für das meine Talente keine hohe Priorität haben. Jeder Mensch hat von Geburt an sehr persönliche Fähigkeiten, egal aus welcher Kultur wir kommen, welche Hautfarbe wir haben oder wie wir aussehen. Schön ist es, wenn man diese auch im Alltag erleben kann und darf. Den ganzen Tag irgendetwas produzieren, was eigentlich keine wirkliche Erhöhung der Lebensqualität bedeutet, sondern einer Art Triebbefriedigung dient, dem Wunsch nach Konsum, macht vielleicht nicht glücklicher. Man hat schnell tausend tote Dinge bei sich herumstehen, die man gar nicht nutzt. Sie haben aber Lebenszeit gekostet. Das bemerkt man vielleicht erst, wenn man sozusagen in den Sarg steigt und sich fragt, wo ist mein Leben geblieben? Und darauf sollte man achten. Sich auch fragen, will ich immer anderen gefallen und lebe den Trend? Brauche ich ein Auto, das 300 Kilometer schnell ist, um damit angeben zu können? Wie sehr schädigen wir eigentlich unseren Planeten? Habe ich als Mensch das Recht, Gene zu manipulieren, weil ich meine, ich könnte die Natur perfekter machen, als sie ist? Ich bin Gast in unserer Welt, ein Gast, der geduldet und ertragen wird von Mutter Erde. Kann ich mich arrogant über die Talente von Mutter Erde erheben? Und wo ist mein Respekt? Mit solchen Themen sollte man sich mehr befassen. Sich geistig bilden. Wir können sicher sein, dass es einen Punkt gibt, an dem uns die Erde abschüttelt, wenn wir nicht schleunigst gegensteuern. Dafür brauchen wir die Freiheit der Gedanken, denn wir müssen die Normen und Regelungen verändern oder abschaffen. Was brauchen wir als menschliche Gesellschaft? Was macht uns glücklich? Was sollen die Prämissen sein? Kann Liebe eine Priorität sein in unserem Leben? Wichtiger als ein neues Auto, mit dem man die Nachbarn beeindrucken kann? Ist Liebe in meinem Leben wichtiger und wertvoller als Konsum? Liebe Jugend, ihr braucht den Mut und auch den Spaß, alles zu hinterfragen und wenn ihr die ganze menschliche Welt erneuert. Dieses möchte ich euch, Kids, erzählen. Viel Spaß und Mut wünsche ich euch. Bei mir sieht es so aus. Ich bin einer, der sich mit geöffnetem Mund vor einen Spiegel stellt, weil er die Weisheit seiner Zähne erfragen möchte. Hallo, hallo? Niemand zu Hause?